Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir nicht mehr fliegen? Einige sorgen sich, dass sie ihre Familie nicht mehr besuchen können. Andere glauben, dass nur noch reiche Menschen fliegen werden. Viele können sich vorstellen, auf die Bahn umzusteigen, wenn die schneller, besser ausgestattet und günstiger wird. Und manche hoffen, dass es gelingt, mit neuen Technologien und neuen Kraftstoffen klimaneutral zu fliegen. Denn seien wir mal ehrlich, wir können vielleicht in Teilen, aber nicht komplett aufs Fliegen verzichten. Es ist ein Dilemma. Als Ingenieur ist es so ein bisschen, dass man dann aufgibt, wenn man sagt, uns fällt keine andere Lösung ein, als aufs Fliegen zu verzichten. Da fühlen wir uns nicht wohl, weil wir wollen eben Ideen finden, identifizieren und richtig durchanalysieren, die eben nicht aufs Fliegen verzichten sind, sondern technologische Lösungen, die es ermöglichen, die Mobilität weiter anzubieten, aber trotzdem den Klimaeinfluss, soweit es geht, zu eliminieren. Eine Energiewende beim Fliegen also. Okay, kennen wir vom Auto. Weg vom Verbrenner, weg von den fossilen Kraftstoffen. Elektroflugzeuge sind auch schon erfolgreich im Einsatz. Das Problem, in reine Elektroflugzeuge passen in Zukunft vielleicht 12 Leute. Über den Atlantik kämen wir damit nicht. Dafür sind die Batterien viel zu schwer. Während man mit einem batterieelektrischen Antrieb vielleicht voll elektrisch 300, 400, 500 Kilometer weit kommt, selbst mit Batterietechnologie, die heute auch schon bekannt und verfügbar ist, dann kommt man mit höheren Reichweiten ab 500 Kilometer dann auch mit der Batterie an seine Grenzen. 500 Kilometer Reichweite. Immerhin. Das reicht schon mal von Frankfurt nach Paris. Nach Mallorca müssten sie allerdings schon zweimal zwischenlanden, um aufzuladen. Hybridflugzeuge, die Verbrennungs- und Elektromotor kombinieren, könnten schon bis zu 70 Leute mitnehmen. Doch für einen Langstreckenflug von Frankfurt nach New York bräuchte es noch etwas ganz anderes. So könnte es aussehen, das Fliegen mit Wasserstoff. Es wäre eine geniale Lösung. Schade nur, das alles wird noch dauern. Denn klimaneutrales Fliegen mit Wasserstoff ist trickreich. Wenn Sie mit Wasserstoff fliegen wollen, dann müssen Sie erstmal an Bord speichern. Das heißt, Sie brauchen einen Wasserstofftank. Wasserstoff selber ist pro Energiegehalt dreimal leichter als Kerosin zum Beispiel, aber es braucht viermal so viel Volumen. Dieses Volumen müssen Sie irgendwie unterbringen. Es würde wahrscheinlich nicht mehr in den Flügel passen. Dadurch, dass man vor allem eine möglichst kugelige Tankgeometrie wählen würde, bietet sich zum Beispiel der Rumpf oder auch Gondeln unterm Flügel an. Für die Wasserstoffflieger braucht es also noch Tüftelei. Was an den Entwürfen schon mal auffällt, hinten gibt es keine Fenster, denn da sollen die Wasserstofftanks hin. Und der Propellerantrieb ist zurück. Bei allen Modellen für die Energiewende beim Fliegen stellt sich die gleiche Frage. Woher stammt die Energie? Energie aus Kohlekraftwerken. Schlecht fürs Klima. Erneuerbare Energien, klimafreundlich. Und so ist es auch beim Wasserstoff. Mit erneuerbaren Energien produziert, klimafreundlich. Meine Vision ist so ein bisschen, dass ich genauso sicher und komfortabel fliegen kann wie heute. Nur ein ganz anderes Bewusstsein. Zum Beispiel könnte die Energie klimaneutral aus dem eigenen Dach, aus den eigenen Solarzellen vielleicht erzeugt worden sein. Eine Art Do-it-yourself-Wasserstoff? Heißt das, wir könnten mit unseren Solarzellen auf dem Dach nicht nur den Strom für unsere eigene Autoladesäule erzeugen, sondern auch den Wasserstoff für unseren nächsten Flug? Kämen wir dann also doch mit dem Flieger nach New York und nicht mit dem Segelboot, wenn wir nur genug Solarzellen auf dem Dach hätten? Also ein Flugzeug, was für den zukünftigen Einsatz auf solchen Strecken ausgelegt sein wird, das verbraucht ungefähr 20.000 Kilogramm Kraftstoff von Frankfurt nach New York. Wenn ich das mit Wasserstoff betreibe, dann musste ich noch bei der Energieherstellung aus erneuerbaren Energie diesen Faktor von 1,5 draufschlagen. Zum Verständnis, Faktor 1,5, weil es erstmal Energie braucht, um den Wasserstoff überhaupt herzustellen.
Das heißt, ich brauche 1500 Kilowattstunden Solarenergie, damit eine Person in diesem Flugzeug von Frankfurt nach New York fliegt. Ich habe das letztens mal zufällig durchgerechnet, was der Stromertrag sein könnte. Und das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was man in Hamburg mit einer Solaranlage auf einer Doppelhaushälfte mit Ost-West-Ausrichtung pro Jahr erzeugen kann. Das würde bedeuten, dass man mit der gesamten Jahresenergie eines Solardachs in Hamburg 5-mal nach New York und zurückfliegen könnte. Allerdings wäre dann wirklich gar nichts mehr übrig für warmes Wasser zum Beispiel. Jedenfalls braucht es schon eine ganze Menge Energie. Aber schließlich haben ja nicht alle Passagiere, die verreisen wollen, ein eigenes Haus mit Solardach. Und viel Flieger bräuchten vielleicht sogar ganze Solarparks. Und dann müssten ab sofort richtig viele Flugzeuge mit den neuen Antrieben fliegen. Denn jedes Jahr sind weltweit Milliarden Flugpassagiere unterwegs von A nach B in Verbrennern, die mit, Achtung, mehreren hundert Milliarden Litern Kerosin betankt werden. Wie lange wird es wohl dauern, all die Verbrenner, die am Himmel unterwegs sind, durch klimafreundliche Maschinen auszutauschen? Bis dahin sind längst tausende weitere Flugzeuge gebaut, die noch herkömmlich mit Kerosin betrieben werden. Der Traum vom grünen Fliegen wird eine Weile dauern. So viel ist sicher.